fliegen viele Pollen rum. So, den Chestrumpf kann man machen. Ja. Hier vorne, dann müssen wir eher an den Weg da hoch. Wenn es nur auch geht. Was jetzt, du Stück Dreck? Ich sehn mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Pfeife, meinen Jungs auf der Streif. Nach meinem Bett, worin liegt mein bildhübsches Weib. Mit schwindenden Kräften mein Atem mir stockt. Der Wind peitscht mich aus, die letzte Kraft mir entlockt. Es ist Zeit, höchste Zeit, ich nehm Kurs auf zu Haus. Auf meine kleine Hütte, dort kenne ich mich aus. Okay. Das ist sehr komisch. Geh dahin, geh rein. Hau zu. Ich bin geschrien. Hau zu. Er zerfetzt die Alte in der Luft. Ich habe nichts dagegen, wenn ich hier das Zeug klaue, oder? Okto. Warte, Okto, da ist auch bestimmt nichts dagegen, wenn ich da was nehme, oder? Hi. Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer. Noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Wer waren diese Männer? Meine Mannschaft. Haben geschworen, bei mir zu bleiben. Haben Wort gehalten. Der Große ist Wilmar. Der Rechts ist Wilfred. Und der Stotterer ist Wilhelm. Warum seid ihr, du und deine Leute, noch hier? Wir können hier nicht weg. Der Riese wird uns alle umbringen. Wie die anderen. Nicht viel Wild hier, aber der Riese hat dir was zum Essen gegeben. Wo hat er das her? Ich weiß es nicht und frag auch nicht. Es schmeckt mir und der Mannschaft. Da drüben auf dem Boden, an der Hand sind Bissspuren. Was? Wo? Wilmar, Mann, du solltest aufräumen. Kannst kein Geheimnis behalten, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Wir hatten die Wahl, entweder das oder zu verhungern. Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Warum hat der Riese dich verschont? Ich, meine Leute und die Sirenen. Wir bauen ihm ein Langboot, hab die Segel genäht, bin ein paar Mal getürmt, aber die Sirenen haben mich jedes Mal zurückgebracht. Wozu braucht er ein Boot? Wo will er denn hin? Versprichst du es nicht weiter zu sagen? Meine Männer traue ich bis ins Grab.
Aber dir? Versprochen. Ich sag es niemandem. Na gut. Der Riese fährt damit los, um die Göttin der Ragnarok zu besiegen. Der letzten Schlacht vor dem Ende der Welt. Es ist bald fertig. Du bist Harald Hundeschnauze, Jarl von Undvik? Hab gehört, du wärst tot. Sehen wir vielleicht wie Tote aus? Ich und meine Jungs? Nun... Ganz genau. Also die Leute glauben, ich sei tot, sagst du. Vielleicht ist das auch besser so. Ich suche Hjalmar Ankret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Vilma auch. Sicher, dass er es war? Vilma hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Oh, der Junge Ankret war auch dabei. Haben sie dich erkannt? Nein. Den Göttern sei Dank. Weißt du noch, wann das war? Wann was war? Wann Hjalmar Ankret und seine Männer hier waren. Ach das? Nein, keine Ahnung. Aber frag doch Wilhelm. Haben sie gesagt, wo sie hinwollen? Haben sie, Vilma? Oh ja, wollten ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Sieben. Nicht, dass das jetzt den Frieden anlockt. So, was ist das? Moment, was ist was? Müsste jetzt das Lager sein, glaube ich. Nein. Lager. Genau, das ist das Lager. Okay. Das andere ist hier oben. Gut, dann würde ich sagen, wie man das Lager uns genauer ansehen. Speichern. Ab geht's. Ist da noch eine alte? Ja. Bleib unten. Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh. Foxy. Alter, treffen. Da ist mein Mädchen. No. Hjalmars Lager. Sie wurden angegriffen. Gebrochener Rücken, als ob er aus großer Höhe gestürzt wäre.
wenn ich sie dann tragen wollte. Hat viele Wunden. Muss lange gekämpft haben. Mehrere Personen haben mein Boot in Richtung Norden gezogen. Die Schwerter angucken. Hier sind zwei Leute durchgekommen. Einzeln. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Okay. Welcher Spruch folge ich denn jetzt? Ja? So offen durch die Wege zu rennen. Bei Plätze wäre ich schneller weg. Ist direkt im Bau eines Neckers gelandet, hat ihn aber erledigt. Ganz schön zäh, die Skelliger. Noch eine Spur. Er hat seine Pfeile liegen lassen. Necker haben den Verfolger aufgehalten. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Verlassenes Dorf. Der Bogenschütze wollte ihn töten. Ich frag mich, warum. Für ein Vieh hier ist. Ist hier entlang. Wurde erst hier getroffen, ist dann aber weiter. Ist weiter. Obwohl er kaum noch laufen konnte. Im Haus da? Nee. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Hat hier noch einen zweiten Pfeil abbekommen, wurde schwer getroffen. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Machen wir das mal das Horn. Und war also
Hornwalhorn drängt ja die Frauen zurück. Ja. Trolle. Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Ich frag mich, ob er noch lebt. Okay, Trolle. Der Bogenschütze war auch verwundet. Ja, kleiner, komm her. Verdammt. Zweiten, komm her. Irgendwann hat eine Markierung. War viele. Sehr viele. Komm her. Komm. Komm. So. Letzten Weiber, bitte. So, würdet ihr zwei Damen jetzt auch runterkommen oder ihr drei?
Madame. Runter. Yeah. Wo bist du? Sehr viel zum Aufsammeln. Business waren halt noch nicht mehr. Ja. Ist da noch irgendwas? Sachen von vorne. Was ist hier? Ist doch gar nicht. Hier ist aber auch nichts, was da mir anzeigt, dass ich hier hoch muss. Da muss ich ja nicht halt platt machen. Muss ich da runterlaufen? Ich kann da nicht runterlaufen. Muss doch hier oben irgendwas sein. Gedacht, das einfach zu packen. Komm her, Weib. Zu diesem Turm da hoch. Das wurde gespeichert. Die Angriffe schneiden schon auf.
Okay, dann würde ich sagen, ich splitte mal das jetzt und wir sehen uns dann gleich wieder.